Freitagabend, 19 Uhr. Herzlich willkommen zu einem Special Solvalla Elite Loppet Special und natürlich auch eine Vorschau für den Renntag in Mariendorf. Da dürfen wir noch auf den Experten Ronald de Beer, Trabertrainer, und einen Gastexperten, Sascha Inhister, da dürfen wir uns drauf freuen. Jetzt aber habe ich den Schweden-Experten himself hier, Jörn Finger. Hallo Jörn, grüß dich. Hallo Nico, guten Abend, hallo. Passender könnte der Hintergrund gar nicht sein. Ja, das denke ich auch. Also ich denke, das Wochenende steht ganz im Zeichen der pinken Farbe und das pinke Billett ja auch als Einladungskarte für den Elite-Doppelt. Und ich denke, wir werden am Wochenende viel Pink sehen auf jeden Fall. Ja, du bist natürlich vor Ort, das ist ganz klar, denn du bist ja fast immer zur V75 irgendwo vor Ort. Und da wäre es natürlich überhaupt nicht vorstellenswert, dass du an diesem Wochenende nicht da bist. Das heißt, du freust dich. Wo hält sich ein Jörn Finger während des Renntages auf? Normalerweise stehe ich wirklich draußen in Zielhöhe. Also ich bin, also sobald es das Wetter zulässt, stehe ich eigentlich immer draußen, wenn es jetzt nicht wirklich in Strömen schüttet, auch in Schweden auf den Bahnen. Im Sommer eigentlich immer draußen. Und jetzt beim Elite-Doppelt bin ich aber auf der Pressetribüne. Es gibt also eine Tribüne beim Rockepöl. Das ist so ein kleines Häuschen, ungefähr 200 Meter zu Beginn des Einlaufs steht das. Und da hat man einen wunderschönen Balkon, da hat man einen wunderbaren Blick auf die Zuschauertribüne und natürlich auch auf die Rennbahn. Und da werde ich mich dann am Wochenende aufhalten und die Rennen mir alle live vor Ort ansehen. Also wenn jetzt noch Zuschauer am Freitagabend schauen und die reisen am Samstag oder am Sonntag an, wo würdest du empfehlen oder was würdest du empfehlen erstmal, was sie überhaupt mitnehmen dürfen zur Rennbahn und wann sie auf der Rennbahn sein sollen? Genau, also es gibt ja dieses Jahr in Schweden das sogenannte Bags verbotet, also ein Taschenverbot. Taschenverbot, das heißt, man darf wirklich nichts mit auf die Rennbahn nehmen. Das hat Gründe, die auch nicht die Rennbahn zu entscheiden hat. Das haben ja schon einige gesagt, da wollen die Geld mitmachen, die wollen dann ihre eigenen Getränke verkaufen, darum geht es gar nicht. Es wird übrigens kostenlose Wasserspender in Solvalla geben. Also für alle, die sich keine Getränke ja mitnehmen dürfen, können sich dort zumindest kostenloses Trinkwasser auch abfüllen. Aber es ist einfach aufgrund der hohen terroristischen Gefahr in Schweden aktuell. Die Terrorstufe liegt bei 4 von 5. Und das bedeutet, dass bei Veranstaltungen, die mehr als 3000 Zuschauer haben, und die haben wir ja am Wochenende auf jeden Fall, dürfen keinerlei Taschen mitgebracht werden. Das ist auch in den letzten Wochen, zum Beispiel in Orbi oder auch letzte Woche jetzt in Järve kontrolliert worden. Das heißt, man muss wirklich nur mit Jacke oder mit seinen Anziehsachen kommen und darf nichts mit auf die Bahn bringen. Das muss man also beachten. Auch Rucksäcke und sowas, auch kleine Handtaschen, selbst Frauenhandtaschen sind nicht erlaubt. Die müssen vorher alle ins Hotel gebracht werden. Es gibt auch keine Aufbewahrungsmöglichkeiten zur Wahl. Das ist ganz wichtig. Also es wird keinerlei Schließfächer oder sowas geben, wo man die Sachen einschließen kann während des Renntages. Das heißt, wenn man da noch zur Bahn geht, muss man die Sachen wirklich entweder im Auto lassen, wenn man mit dem Auto anreist, oder im Hotel vorher deponieren. Und wenn man aber noch kommen möchte, sollte man spätestens, ich sag mal, um 11 Uhr auf der Bahn sein am Samstag und am Sonntag. Das erste Rennen ist ja immer um 12.45 Uhr. Am Samstag gibt es um 11 Uhr noch ein Ponyrennen. Wer das sehen möchte, sollte natürlich noch ein bisschen eher da sein. Aber ab 12.45 Uhr geht es los und dann sollte man sich eigentlich einen schönen Platz draußen, wenn das Wetter mitspielt, draußen in Zielhöhe im Publikumsbereich suchen, denn das Restaurant und auch die allermeisten anderen Sitzplätze sind leider alle ausgebucht. Solvalla hat einen schönen Trailer, den zeigen wir Ihnen jetzt, wie die Stimmung aussieht dort.
Av allt att döma så blir det Ego Boy som vinner. Han vinner! Helt fantastiskt! Ja, tolle Aufnahmen kann man wirklich nur bestätigen. Ich denke, das macht Lust nach mehr, Jörn. Ja, das auf jeden Fall. Also der Elite Lob ist für mich eins der Highlights. Also ich sage ja immer, ich mache ja keinen Hehl daraus, dass für mich das größte Highlight immer der Norbotten Stora Prix in Boden ist. Das ist für mich eigentlich immer das Highlight, weil das ja das Rennen zur Mitternachtssonne ist, wo ja das Hauptrennen immer um 22.30 Uhr gestartet wird. Aber der Elite Lob ist einfach von der Stimmung her fantastisch. Es ist einfach wirklich die besten Pferde. Auch in diesem Jahr sind ja wieder mit dabei. Das Publikum ist sensationell gut drauf. Die Schweden machen da eine richtige Party draus und man ist eigentlich in 8 Stunden auf der Rennbahn und die Zeit verfliegt wie im Fluge. Und es ist einfach immer ein ganz tolles Erlebnis, da zu sein. Ich war jetzt seit 2010 ununterbrochen jedes Jahr da, hatte ja auch das Glück, an den beiden Jahren, wo eigentlich keine Zuschauer zugelassen worden sind, trotzdem vor Ort sein zu dürfen. Und da hat man schon gemerkt, da fehlt doch was. Obwohl das Wetter toll war 2020 und 2021, aber ohne Zuschauer ist das Ganze nur halb so viel wert. Ja, wer dich kennt, der weiß, du machst eine komplette V75-Vorschau auf Hufworld für Trotto.de. Da werden wir die Links unten reinstellen. Das wäre jetzt zu viel, wenn wir alles nochmal durchgehen, denn du hast deinen eigenen Kanal. Du machst ja die Sendung schon seit einigen Monaten. Das heißt, schauen Sie da ruhig rein. Wie gesagt, wir werden die Links hier in der Kommentarzeile veröffentlichen. Dann brauchen Sie nur einmal raufklicken und haben die ganze Vorschau. Aber wenn wir ihn natürlich schon hier haben, dann möchten wir natürlich so 2, 3 Tipps haben. Einmal für Samstag und natürlich gehen wir ein bisschen detaillierter in den Sonntag rein. Aber jetzt am Samstag, da ist natürlich der Schweden-Cup so ein bisschen auch Bestandteil und natürlich auch aus deutschem Interesse mit Gio Cash. Welche Chancen räumst du Gio Cash ein von Startplatz 7? Ja, das ist eben das Problem. Startplatz 7, er hat einen Vorlauf erwischt in meinen Augen, der nicht allzu schwer ist. Also er sollte da in meinen Augen auf jeden Fall ins Finale kommen. Es kommen ja die ersten 3 aus dem Vorlauf und kommen ja ins Finale. Mhm. Das sollte Gio Cash in meinen Augen auf jeden Fall schaffen. Da habe ich auf jeden Fall große Hoffnungen. Im Finale kommt es natürlich darauf an, welche Nummer er bekommt. Ich glaube, also mit dem anderen Vorlauf wird sich wahrscheinlich Clickbait auf jeden Fall qualifizieren nach der Leistung von der letzten Woche. Da habe ich, glaube ich, schon, mit dem rechne ich ganz stark. Auch Alessandro Rochadoro hat ja einige heiße Waffen da im Sweden Cup. Ich hoffe, dass er im Finale dann gutes Platzgeld mitnimmt und im Vorlauf, denke ich, sollte er aber 2, 3 mindestens platziert sein. Und wenn es ganz gut läuft, hat er auch eine Stiegchance, eine kleine, denke ich. Okay, dann möchte ich noch einmal den Harpers Hanover Slop ansprechen, das 12. Rennen der Karte an dem Samstag-Renntag. Kann man da so ein bisschen sagen, dass das eigentlich fast immer aus dem dritten Band gewonnen wird oder gibt es sogar eine ganz andere Statistik für dieses Langstreckenrennen über 3140 Meter? Ja, also in den letzten Jahren haben auch sehr viele Pferde aus den ersten Bändern gewonnen. Also Eric de Heel letztes Jahr war ja auch nicht im letzten Band, der war ja auch weiter vorne. Mhm. Und auch davor hat Olli Koivunen aus Finnland mit einem Pferd gewonnen, der sogar im ersten Band gestanden hat. Auch, das war also auch eine große Überraschung. Und ich sage auch im Harpers Hanover, natürlich ist Isurat Vedake das zu schlagende Pferd. Philipp Allaire hat gesagt, das ist das Ziel, der Harpers Hanover ist das Ziel in diesem Frühjahr. Und wie der ja auch in Cayenne im Duc de Normandie vor 2 Wochen gewonnen hat und ja Ideal de Tilar geschlagen hat, das war natürlich schon eine tolle Leistung. Aber das Problem bei Isurat Vedake ist ja so ein Dauerläufer. Er kann nicht die letzten 200 Meter Speed gehen und das ist im Harpers ja die letzten Jahre immer passiert, dass eigentlich immer die Speed-Fans auf den letzten Metern nochmal gekommen sind und da wirklich die letzten 200 Meter nochmal Gas gegeben haben. Und deswegen bin ich so ein ganz klein bisschen skeptisch bei Isurat Vedake, ob er dieses Rennen wirklich gewinnt, wenn er eine gute Lage bekommt und wirklich sein Tempo, wenn das ganze Rennen so im Bereich 13, 12, 13 gelaufen wird, hat er eine gute Chance. Wenn es aber zwischendurch sehr langsam wird und dann ruckartig schnell werden sollte auf den letzten 800 Meter, dann sehe ich schwarz, sage ich ganz ehrlich. Ja, der Speed fehlt wahrscheinlich denn in dem Augenblick, die Geschwindigkeit. Hast du denn noch ein dunkles Pferd für den Samstag, den die Zuschauer vielleicht so ein bisschen Siegplatz spielen können und vielleicht mit einer guten Platzquote liebäugeln können? Hast du da was im Petto? Ja, ich denke, im Harpers Hanover ist Jorgestro mit David Becae, ist für mich ein ganz heißer Kandidat. David Becae läuft ja auch in Frankreich immer so ein ganz klein bisschen unterm Radar. Das ist ein sehr, sehr erfolgreicher Fahrer. Der war in den letzten Jahren immer unter den Top 10 in Frankreich, ist eher im Süden Frankreichs ansässig, läuft dort mit seinen Pferden wirklich immer tolle Platzierungen ein. Und dieser Jorgestro war zuletzt wirklich immer unter den Top 3 platziert. Und das ist auch ein Langstreckenläufer vor dem Herrn. Und ich habe den so richtig auf der Rechnung, dass der wirklich im Harpers Hanover vielleicht sogar eine Siegchance hat. Aber ich denke, dass er auf jeden Fall eine gute Platzquote abwerfen wird, weil den werden nicht ganz so viele Leute auf der Rechnung haben, auch aufgrund des Fahrers teilweise auch. Wunderbar. Dann sind wir am Elite Loppet Sonntag und da natürlich die beiden Vorläufe. Und da werden wir uns ein bisschen Zeit nehmen,
Wir haben das Starterfeld hier für die Zuschauer einmal eingeblendet. Das ist natürlich schon der erste Vorlauf, ist sensationell besetzt. Also wer da sagt, das ist ein ganz schwaches Elite-Loppet, den kann ich einfach nicht verstehen, denn wir haben hier den Prix d'Amérique-Sieger Idao Ditya, der trifft hier auf Don Fanucci-Set. Da sind sich noch nicht mal die Buchmacher einig, wer hier der Favorit ist, Jörn. Genau, das ist also, es ist auch mit Abstand der schwerere Vorlauf, das muss man ganz deutlich sagen. Also man muss schon sagen, dass der erste Vorlauf von der Klasse der Pferde und auch wirklich von den Pferden, die da starten, der schwerere Vorlauf ist. Die ersten vier kommen ja ins Finale. Ich gehe davon aus, dass Idao Ditya ins Finale kommt, aber ich lege mich fest, er wird diesen Vorlauf nicht gewinnen. Da lege ich mich Aha. relativ fest. Okay. Ich glaube, dass Idao Ditya von Startplatz 8 versuchen wird, eine Lage zu bekommen und dann versuchen wir natürlich irgendwie den zweiten oder dritten Platz zu erreichen, damit er im Finale dann Startplatz 3 bis 6 vielleicht irgendwie auswählen kann. Aber ich glaube nicht, dass Clermont Duval d'Aston ihn jetzt schon im Vorlauf so ausquetschen wird, um hier den Sieg zu erreichen. Das hat er ja auch in einem Interview mit der Pariteur vor 2 Tagen gesagt, das Ziel ist das Finale. Der Sieg im Vorlauf ist nicht das Ziel, der Sieg ist der Finalsieg. Das Ziel ist der Finalsieg und deswegen glaube ich, dass Idao Ditya hier, wenn ich eine 3-Wette spielen würde, würde ich ihn auf 2-3 stellen, sage ich ganz ehrlich. Ich würde ihn auf 2-3 stellen, Idao Ditya, und würde darunter 3-4 Pferde schreiben. Ich glaube, dass das eine sehr lukrative Wette werden könnte. Das heißt, du legst dich mit dem Sieger gar nicht erst fest. Also du sagst also nicht, dass Don Fanucci Z dann den Vorlauf gewinnen Nee. muss, sondern du sagst, es kann auch jemand anderes gewinnen. Ja, also ich sehe auch Capital Mail ganz stark, das sage ich ganz ehrlich, also das Laufen im Lotteria war ja wirklich im Finale sensationell, wobei er ja genau die Taktik auch vorgegeben hat, die wahrscheinlich Idao jetzt machen wird, er will ins Finale kommen, er war ja im Vorlauf auch nur Zweiter im Lotteria-Vorlauf und ist dann im Finale siegreich gewesen. Don Fanucci Set kann natürlich wie ein Monster beginnen, er hat aber die letzten beiden Elite-Loppets ist er jeweils am Start gesprungen, das dürfen wir nicht vergessen dementsprechend. Er war ja 2021 der Sieger im Elite-Loppet, ist 22 am Start gesprungen und 23 am Start gesprungen und deswegen Markus Duse weiß mit Sicherheit, was er tut. Er ist auch einer der Fahrer, der Pferde sehr, sehr gut vom Start abbringen kann. Ich glaube trotzdem nicht, dass Don Fanucci diesen Vorlauf gewinnt. Mein Sieger in diesem Rennen ist ganz ehrlich Capital Mail, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass Capital Mail den Vorlauf gewinnen wird. Önas Prinz wird natürlich auch versuchen, die Spitze zu bekommen. Per Nordstrom hat schon gesagt, Startplatz 6 ist nicht ideal. Wer möchte die Spitze gerne bekommen? Der kann ja auch höllisch beginnen, dieser Önas Prinz. Aber weil das Prinz ist immer, das war auch im Paralympiatrabett im Vorlauf der Fall und auch im Finale, wenn er vorne ist, dann zieht er seinen Stiefel durch. Aber sobald an der Seite ein Pferd auftaucht, bei ihm hört er irgendwie auf zu laufen. Und das ist irgendwie, da ist er irgendwie langsam auf den letzten Ziehmetern. Das ist so ein Pferd, wenn er nicht alles ganz passend hat, dann wird es für ihn, glaube ich, sogar schwer, das Finale zu erreichen, wenn er von außen relativ früh angegriffen wird. Und deswegen, mein dunkles Pferd in diesem Rennen ist Go On Boy, obwohl er mir im Prix d'Atlantique überhaupt nicht gefallen hat, das sage ich ganz ehrlich. Und mir gefällt auch nicht, dass er mit Schuhen, also mit Hufeisen quasi voll beschlagen antritt. Das gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht, sage ich ganz ehrlich. Aber der war im Prix d'Atlantique, war der ja sehr, sehr früh geschlagen. Ich war live vor Ort in Enghien an dem Tag und da war ich schon enttäuscht, wie er da auch gefahren ist und wie er auch gelaufen ist. Aber der könnte hier, glaube ich, in diesem Rennen eine ganz, ganz scharfe Klinge schlagen, glaube ich. Ja, also dieses Rennen ist auch in Verbindung mit der V75-Wette, V75-2. Man merkt also, man muss sich hier breit aufstellen, wenn man nicht gleich zu Beginn hier rausfallen muss. In den Vorläufen ist ja vieles immer möglich. Blicken wir mal in den zweiten Vorlauf. Du hast es schon durchklingen lassen, jetzt ein etwas einfacher, in Anführungsstrichen muss man ja fast sagen. Wir haben mit Honeck den Vorjahressieger, wir haben Horsey Dream mit dabei, Francesco Z, der schon seit Monaten nichts falsch gemacht hat und dann natürlich auch ganz unten, den darf man auch nie unterschätzen, Ben Gurion Jet. Versuch mal ein bisschen dieses Rennen zu analysieren für uns. Ja, jetzt hast du mit Sinn schon genau die 4 Pferde auch genannt, die ich glaube, die Yes. sich ins Finale schaffen werden. Aber also ich glaube, Hoheneck läuft natürlich in Zorbala seine besten Rennen. Er hat das UET Masters im letzten Oktober in Zorbala gewonnen, wo auch nicht alle an ihn geglaubt haben. Da kam er mit einem ähnlichen Formspiegel an. Er hat den Elite-Loppet letztes Jahr gewonnen, hat dann in Frankreich 2 Rennen bestritten, wo er unplatziert gewesen ist, einmal nur Dritter oder Vierter gewesen ist. Aber kam er war letztes Mal ein bisschen müde, muss ich sagen, in dem Rennen von Idao Ditya und... Das stimmt. Genau, das ist auch das, was man aus. Also er war in Enghien, der Zweitplatz in Enghien, da war er auch am Ende relativ müde. Da hat er sich nur über die Linie noch gerettet, weil Horsey Dream außen vorbeigeflogen ist und danach kam nichts mehr dementsprechend. Ja. Aber das stimmt schon. Aber ich glaube, dass der in Zorbala seine besten Rennen auf der mag irgendwie die Bahn, der mag auch irgendwie die Bögen offensichtlich, da kommt er ja unheimlich gut mit zurecht. Ich glaube, dass Honeck die Spitze kriegen wird. Hustle Rain wird versuchen, dagegen zu halten. Hustle Rain ist ja der Sprintermeisterin-Sieger aus dem letzten Jahr. Der hat ja im letzten Jahr als Vierjähriger die Sprintermeisterin in Schweden gewonnen. Okay. Und kann unheimlich schnell beginnen. Das ist ein unheimlich schneller Beginner, aber
hat eigentlich nicht die Klasse der anderen Pferde, die hier drin sind. Also Decision Maker und Hustle Rain fallen ja eigentlich immer von der Klasse so ein bisschen hinten raus, muss man deutlich sagen. Ich denke, dass sich Honeck und Hustle Rain um die Spitze ballen werden. Dann wird Hustle Rain vermutlich ziemlich schnell mit Mats Duse, wird wahrscheinlich sehr schnell versuchen zurückzunehmen, um ein Führpferd zu bekommen in Honeck. Und dann, glaube ich, wird außen relativ schnell Francesco Set und Horsey Dream aufschlagen. Und dann wird Francesco Set sich wahrscheinlich neben Honeck legen. Und von der Klasse her glaube ich dann doch, dass Francesco Set den letzten Bogen abfahren wird und am Ende dann trotz Todesspur dieses Rennen gewinnen wird. Das glaube ich schon. Und dann denke ich, dass Horsey Dream, Hoheneck und Bonguillon Jet ins Finale folgen. Bonguillon Jet wird wahrscheinlich auch versuchen, erstmal zurückzunehmen. Alessandro Conchador hat ja schon gesagt, dass er nicht in die Spitze mitfahren möchte. Hat er schon deutlich gesagt. Hat er im Sweden Cup letztes Jahr auch nicht gemacht im Finale. Mhm. Er wird versuchen, außen eine Lage zu bekommen. Und dann mit dem Speed, weil dieses Pferd kann in den letzten 2 Metern, kann der, Alessandro Conchador sagt, Bonguillon Jet kann in den letzten 2 Metern 5 gehen, hat er gesagt. Also 1,5 gehen. Und das wird er versuchen, natürlich dann einzulösen. Horsey Dream ist auch auf den letzten Metern wahnsinnig schnell. Und deswegen wird das wahrscheinlich auch eine Entscheidung auf diesen 4 Kandidaten auf dieser Speed-Ebene wahrscheinlich werden. Ja, also starke Ansage mit dem Tipp hier Francesco Setz. Jetzt noch deinen Finalsieger. herausgehört, meine ich jetzt, Idao de Tia zu haben. Ich glaube, dass er das Finale gewinnen wird. Ich glaube aber auch, dass es ein Duell mit Francesco Setz im Finale gewinnen wird. Okay. Darauf freuen wir uns und wir wünschen dir natürlich vor Ort gute Unterhaltung, viel Spaß. Ich denke, du wirst viele deutsche Fans treffen und natürlich auch die Einheimischen, die dich ja schon fast ins Herz geschlossen haben. Denn ich glaube, letztes Mal warst du in Charlottenlund und da warst du auch vor der Kamera zu sehen. Genau, in Charlottenlund wurde ich auch fürs dänische Fernsehen interviewt und wurde gefragt, wie ich da den Sieger sehe, ob ich da den Kopenhagen Cup ein bisschen analysieren kann. Ich bin in Schweden schon so ein kleines bisschen bekannt, das macht mich auch ein bisschen stolz, freut mich auch sehr, aber ich liebe ja auch dieses Land wahnsinnig gerne und bin ja auch unheimlich gerne da vor Ort und die Menschen sind einfach toll und habe sehr viele Freunde da, auch im Fahrerlager sehr viele Freunde schon, auch bei den Funktionären, also ich bin auch mit Anders Malmroth, dem Bahnchef aus Savala, sehr gut befreundet und das ist sehr schön, ich fühle mich da sehr, sehr wohl und ich finde es in Schweden einfach von der ganzen, vom ganzen Gesamtpaket einfach wunderschön, dort immer zu sein. Ich glaube, es gibt auch keinen Verrückteren, der fast zu jeder V75 nach Schweden fliegt. Das stimmt. Ja, ich buche ja auch das ist ja, ich buche ja meine Flüge wirklich. Ich habe ja jetzt letzte Woche schon meine Flüge nach Umeå für die V75 in Umeå im Mai 2025 gebucht. Weil so kann es nur funktionieren, wenn man frühzeitig sich die Flüge bucht, dann kann man das relativ gut finanzieren noch, auch wenn die Flüge in den letzten Jahren auch teurer geworden sind. Aber das geht jetzt noch. Also ich habe jetzt schon bis Mai 2025 quasi jedes Wochenende zugebucht, wenn man so möchte. Wohl dem, der weiß, dass die Renntermine auch stattfinden. Das ist ja für den deutschen Terminkalender genau. Ja noch nicht gegeben, wenn ich weiß, dass die Termine erst im November, Anfang Dezember verteilt werden. Genau, außer das Derby, was ja wirklich, wo man ja auch jetzt seit ein paar Jahren wieder fest weiß, an den Wochenenden im August findet es statt. Großer Preis von Deutschland scheint sich ja auch auf den 3. Oktober jetzt einzupendeln, aber ansonsten ist es, wie du sagst, in Deutschland immer ein großes Rätsel, wann findet was statt. Und das habe ich in Schweden eben gar nicht. In Schweden weiß ich, Elite-Loppel letztes Wochenende im Mai, Finlandia, Ajo, zum Beispiel in Helsinki erstes Wochenende, Kopenhagen Cup zweites Wochenende im Mai. Ich weiß, wann die E3-Finals stattfinden. Also ich habe in Schweden wirklich eine große Verlässlichkeit, was das angeht. Und deswegen macht es das Buchen auch für mich relativ einfach. Du wirst von Berlin-Mariendorf nicht viel mitbekommen. Parallelveranstalter am Sonntag, das ist natürlich bei dem Trubel nicht zu erwarten. Für alle, die zu Hause sind und Solvalla zu Hause gucken, die können natürlich noch ein bisschen umschalten. Wir werden nicht parallel zu den Rennen in Solvalla starten, sondern wir haben uns ein bisschen nach dem Zeitplan gerichtet. Also sie können schon rüber switchen und verpassen auch nichts in Mariendorf. Und da schaue ich jetzt gleich in diese Vorschau rein und begrüße gleich Ronald de Beer und Sascha Inhiester, darauf freue ich mich. Aber Jörn, wir werden dich auch hier bald wieder bei uns begrüßen dürfen in der Hauptstadt. Und von daher danke ich dir erstmal und wünsche dir ein fantastisches Wochenende und viel Erfolg am Toto. Und dazu nochmal, Toto gibt es ja gar nicht vor Ort, denn es gibt einen bargeldlosen Verkehr. Das heißt, man braucht noch nicht mal Portemonnaie mitnehmen eigentlich. Man braucht eigentlich nur eine Kreditkarte und ein Handy. Ganz genau. Und dann bei Trotto oder bei Anna wird er wieder aufladen. Dann kann man vor Ort problemlos spielen, auf jeden Fall. Weil anders ist Spielen auf der Bahn nicht möglich. Genau. Vielen Dank, Jörn. Und einen schönen Freitagabend. Teil 2 des Winner Circles am Freitagabend. Und ich darf dieses Mal begrüßen Gastexperte Sascha Inhester. Schönen guten Abend, Sascha. Schönen guten Abend, Nico. Schönen guten Abend, Ronald. Ja, und Ronald, der gerade angesprochen wurde, Trabertrainer und Winner Circle Gast heute bei uns. Schönen guten Abend, Ron. Hallo, Nico. Und hallo, Sascha.
Ja, schön, dass ihr Zeit habt. Wir hatten ja schon vor mehreren Wochen immer mal wieder aufgerufen. Wenn Sie auch dabei sein wollen beim Winner Circle, schicken Sie uns doch eine Mail an redaktion@mein-trabrennsport.de. Redaktion@mein-trabrennsport.de. Sascha Ihnen hat davon Gebrauch gemacht und hat verraten, dieses Programm gut studiert zu haben und vielleicht den einen oder anderen Sieger herausgefunden zu haben. Wir wollen es sehen und hören natürlich von dir. Und wir steigen direkt ein in den Renntag. Ronald, ihr habt ein kleines Lot in Albislohe, was ihr trainiert. Aber momentan muss man sagen, ihr habt viele junge Pferde und dementsprechend auch guten Erfolg. Ihr habt, steht momentan an Rang 17 der Rangliste in Deutschland. Also ich denke, ihr könnt das Vorjahresergebnis toppen. Ja, ich muss sagen, wir haben nicht viele Stadtpferde. Sind ein paar beigekommen. Aber momentan besteht der große Teil nur aus zwei Jährigen im Stall. Und ja, ich bin zufrieden mit, wie es jetzt läuft. Wir haben ja letzte Woche, oder ich muss sagen, Michi Hartmann und Holger Hülziger haben viel Werbung gemacht für dich. Dafür hattest du dich auch in Mariendorf bedankt. An dem Tag bist du aber fast nur Galopp gefahren. Also vielleicht müssen wir es an diesem Sonntag ein bisschen besser machen. Ja gut, aber solche Tage passieren auch, Nico. Das ist ja... Ist ja leider so mit dem Sport und das ist auch das Schöne dran, dass es nie immer klappt, wie man gewöhnt ist. So ist es. Aber trotzdem, wir hoffen, dass es jetzt mit dir hier in der Sendung natürlich erfolgreicher ist. Du bringst ein Pferd mit, was wir hier in Berlin schon kennen. Und zwar ist die Rede von Gino mit einem Berliner Besitzer. Gino war ja im Training hier bei Manfred Zwiener, dann ging er zu Thorsten Tietz, dann war er in Schweden sehr erfolgreich, da sind noch einige Formen drin. Dann musste Gino aber lange aussetzen. Was war mit Gino passiert? Der war doch bestimmt nicht ganz in Ordnung. Alles, was passiert ist, weiß ich nicht. Ich weiß ungefähr, dass er im Dezember wieder zurückgekommen ist in Berlin. Mhm. Dass er verletzt worden ist und operiert worden ist an den Hinterbein. Und ich muss sagen, dass er jetzt momentan, ich denke so Woche 4, jetzt bei mir steht. Und nach jeder Arbeit er besser geht. Und letztes Mal hat es so einen Probelauf gemacht, 1:17:1, aber da war der, glaube ich, der letzte Kilometer war deutlich schneller. Ja, wir waren, der erste Kilometer haben wir gefahren, ich denke so 21:20 und ja. Der letzte Kilometer hatte ich auf der Uhr, sagen wir, um beide 12. Also denn mit dieser Hintergrundinformation musst du doch eigentlich dir schon was ausrechnen mit Gino, weil das Feld ist nicht allzu stark besetzt in dem Handicap. Nee, ich muss ehrlich sagen, dass ich eine schöne Stadtrennen finde vor ihm. Aber gut, da stehen natürlich ein paar Pferde in, die auch ein paar Rennen gelaufen haben, dieses Jahr auch und er nicht. Ich erwarte was von ihm, aber vor der Sicht vielleicht noch ein Rennen zu früh. Muss man André Pögel eine Taktik mitgeben oder entscheidet er selbst? Nein, ich glaube, beide sind erfahren genug und können selbst die Rennen gut lesen und das sagt, er ist ein feines Pferd und der ist nicht mullig zu fahren. Okay, also du glaubst, dass der hier einen Platz unter den ersten dreien sollte möglich sein? Ja, in meinen Augen, ja. Sascha, das Rennen ist zwar noch nicht in Verbindung mit der V7-Wette, nur 7 Pferde, aber hier ist eine Zweierwettengarantie von 3.333 Euro. Wer wäre dein Sieger in dieser Prüfung? Also mein Sieger ist tatsächlich auch Gino. Nach den Vorstellungen seinerzeit auch in Berlin und Berlin-Karlshorst auch. Natürlich sind da ein paar ordentliche Pferde drin, gerade Karin Haseler mit Nicole Holschuh. Das Pferd ist die letzten beiden Male riesig gegangen, hat eine vernünftige Startnummer, Pferd fängt gut an. Mein persönlicher Bock in dem Rennen ist Figaro Juwel, erste Mal mit Sarah Kube. Läuft wieder ohne Eisen. Das Pferd sollte ein vernünftiges Rennen bekommen und kann aus verdeckter Position dann in der Zielgeraden den einen oder anderen einsammeln. Ist für mich unter den ersten dreien. Okay, guter Punkt. Was hältst du von der Fahrership Daniel Wagner mit Don Timoko? Don Timoko gibt immer sein Bestes, kann sich auch mal das Rennen 1200 Meter durch die Todesspur selber machen. Mhm. Hat immer sehr, sehr gute Pferde gesehen. Also für mich sind das die 4 Pferde in dem Rennen, mit Abstrichen eventuell noch Alvine. Aber Don Timoko ist auf jeden Fall stark zu beachten mit Daniel Wagner. Also ich denke, man kann hier gut kombinieren in der Zweierwette. Hier die Garantie 3.333 Euro. Dann schauen wir ins vierte Rennen und jetzt geht's ans Eingemachte. Vielleicht habt ihr auch so 2 Banken für mich. Da tue ich mich ja manchmal immer schwer. Zumindest im letzten Renntag ist es mir nicht gelungen. Ich habe 2 Pferde genommen, die nicht gewonnen haben. Habe viel Kritik bekommen im Internet und auch hier live auf der Bahn. Das Berliner Publikum, das zögert nicht, auch seine Meinung zu sagen, muss ich sagen. Das muss ich dann auch einstecken.
Ich kann euch sagen, dass im Auftaktrennen keine Bank von mir läuft. Ich hätte hier drei Pferde anzubieten. Ich fange diesmal mit Sascha an. Wen braucht man auf dem V7-Ticket? Also ich habe das Rennen ja mal, ich habe mir die V7 ganz genau angeschaut und gerade im ersten Rennen haben wir wahrscheinlich die gleichen drei, Nico. Mein totales Einsatzpferd in dem Rennen ist Kamerad. Das Pferd, da haben sie jetzt das erste Mal komplett die Eisen abgerissen. Der erste Start in 15 mit Markus Bock ging das Pferd riesig in Mönchengladbach, hat noch den einen oder anderen eingesammelt. Und ich glaube, dass das Pferd weiterhin gefördert sein wird. Und bis auf die Startnummer aber sollte allererste Siegchance haben. Dann ist der zweite Strich auf dem Ticket Fullbeat Forever mit Christoph Schwarz. Der erste Mal wieder mit Christoph Schwarz läuft. Die letzten Male, bis auf den Sieg, waren vielleicht nicht so schön von dem Pferd. Aber ich denke, dass Christoph Schwarz rechtzeitig die Initiative ergreifen wird, um dem Pferd dort einen passenden Rennverlauf zu bieten. Und das dritte Pferd ist für mich allein Early Love. Der hat einfach die Klasse und hat halt die zweite Startreihe, was dem Pferd überhaupt nichts ausmacht, weil das Pferd geht seine besten Rennen im Speed. Okay, beim dritten Pferd sind wir nicht einer Meinung, sonst ja. Ich hätte als drittes Pferd Shanti noch anzubieten mit Jochen Holtschuh. Ich glaube, er hat einen guten Antritt, die Stute, und sollte gleich vorne mitmischen können. Kannst du dich mit Shanti ein bisschen anfreunden oder ist es gar nicht so dein Mumm? Ne, ist gar nicht mein Mumm. Das Pferd ging zwar in der Quali, hat zwar eine gute Quali gemacht, aber ich glaube, dass 7, 8 und 9 da schon eine bessere Klasse haben. Okay. Ronald, du kannst ja auch die anderen Pferde so ein bisschen einschätzen. Du beobachtest ja den Sport auch außerhalb, wenn du nicht dabei bist. Wer sind deine Favoriten in der Prüfung? Ich muss sagen, der Vernehmschick. Der ist wahrscheinlich auch der Sieger, denke ich. Und ich hatte mein drittes Pferd in die Rennen, war auch der von Holzschuh. Okay, also auch Shanti zusammen mit Fullbeat Forever. Okay, dann haben wir vier Pferde insgesamt zum Auftaktrennen. Zwei Pferde, wo wir uns alle einig sind, und dann gibt es eine kleine Auseinandersetzung im schönen positiven Sinn. Fünftes Rennen, das Nunzio-Rennen, auch ein Sieger im Elite-Loppet. Heute dreht sich ja alles rund um das große Event in Solvalla, aber wir haben auch Sport und wir haben tollen Sport und dazu kommen wir nachher noch. Diese Prüfung ist jetzt normal besetzt, sage ich mal, mit Pferden bis 2000 Gewinnsumme. Hier dürfte vielleicht der Favorit Eagles Barf sein, aber der wird noch nicht im Ziel stehen. Ronald, welche sind deine Favoriten im fünften? Ich glaube, der von Thorsten ist ein gutes Pferd. Ja. Ich denke vielleicht auch der Sieger. Und dahinter ist hier der 1 und der 7. Also ich die 2, die 1 und die 7, ja. Ja, und die von Patrick van Ooyen habe ich einmal gesehen in Gelsenkirchen, hat mir gut gefahren hinter zwei gute Easy Company, die auch in Holland gewonnen hatte, letzten Mal. Und Reddy Hill, die zweimal, glaube ich, zweite in die Dreijährige-Circuit gelaufen ist, glaube ich. Ist ja, denke, zweite geworden. Das ist ein guter Außenseiter-Tipp, denke ich, auch gerade mit der Form in Gelsenkirchen auf dem Rechtskurs. Sascha, wären es auch deine drei oder bist du hier bei einer Bank? Nee, ich habe tatsächlich dem Rennen zwei Pferde, Eagles Pruff und Galaxy Love, wobei ich auch denke, dass Galaxy Love besser ist. Pferd fängt gut an, Thorsten wird wahrscheinlich von der Spitze aus fahren und Eagles Pruff wird wahrscheinlich dahinter zu liegen kommen, weil Pferd kann auch gut anfangen. Mein drittes Pferd in dem Rennen, ich sage mal für die Kombinationswetten, für die Dreierwette ist Hold Position, der einen vernünftigen Probelauf gemacht hat, wo Dennis Schwangenberg ihm überhaupt nichts abverlangt hat, ihn nur mitlaufen lassen hat und da, ich sag mal, Nasennase Zweiter im Ziel war in Berlin. Und wer halt auch immer gut gewettet ist, ist bei Lando mit Roman Matzki. Aber ich habe in dem Rennen zwei Pferde, nur Galaxy Love und Eagles Pruff. Wunderbar. Dann sind wir im sechsten Rennen, ein Lauf der Newcomer-Serie. Dreierwettengarantie 4.444 Euro und für die aktiven Besitzer geht es hier um 6.000 Euro. Und Ronald, du hast North Levo hier. Du bist mit einem lupenreinen Hattrick hier nach Berlin gereist, hattest wahrscheinlich auch Erwartungen und dann ist North Levo gesprungen. Hast du eine Begründung gehabt, warum der Fehler kam? Naja, die hat natürlich nach der Pause kein Quali gemacht und war zwischen den Pferden ein bisschen stressig und ich wollte erst ein bisschen losfahren und dann aufnehmen. Mhm. Und beim Aufnehmen ist er kurz von vorne geworden und ist ein bisschen passrig geworden und sprang dann weg.
Wir machen ein paar Schuhe dran, den mal, und dann geht es ja wahrscheinlich auch glatt, denke ich. Okay, also glatter Verlauf. Wenn du glatt gehst, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Spielst du denn um den Sieg eine Rolle? Ich sehe das eher nicht so, aber vielleicht siehst du es anders. Ja, gut, ich halte viel von die Stute, und ich glaube auch, dass es ein gutes Pferd wird. Mhm. Auf ein sehr gutes Pferd. Ob sie hier mitmacht vor der Sieg jetzt auch nach die. War besser, wenn sie die Rennen mitgelaufen hatte, letzte Mal. Okay. Jetzt so da drin zu gehen, denke ich nicht vor der Sieg. 3-4 eher da. 3-4 und dann wärst du zufrieden. Ja, wer sind die Favoriten in deinem Sinne? Ich muss sagen, der von Thorsten hat mir sehr gut gefahren, letzte Mal in den Rennen. Und dann muss ich sagen, dass hier auch hier die zwei vernünftige Pferde gute Formen haben. Und ich muss sagen, der von Schönissen, Lou und der Bellevue auch konstant ständig ist und immer gute Rennen läuft. Was meinst du mit Cash Unlimited S, ein Pferd, was null Gewinnsumme hat? Sehr bekannter Fahrer wurde hier verpflichtet, Joseph Verbeek für Patrick Malaitzke, für den Stall Schockemöhle. Schwierig einzuschätzen, dieses Pferd, oder? Ich habe der Quali nie gesehen. Ich weiß, dass hier Dienstag ein Qualitag war für die Pferde von Schockemöhle. Hat, glaube ich, keiner gesehen, denn es gab keine Kamera auf dem Gelände an dem Tag anscheinend. Ja? Also, ich glaube, das ist soll vielleicht ein gutes Stute sein, aber ich glaube nicht mit die Klasse jetzt auch der erste Start in diese Rennen. Ja, ich glaube auch. Ich habe hier meine Bank Nummer 1. Ihr könnt mich für verrückt halten. Ich musste sie irgendwo setzen. Ich habe South Carolina Ass. Startplatz 8 dachte ich, na gut, das ist auch schwierig, aber Startplatz 8 hat sie auch letztes Mal gewonnen gegen Tonga und George Gentlimo. Es ist kein Elfmeter, das gebe ich zu, aber das ist halt die Bank Nummer 1. Sascha, liege ich da ganz falsch in dem Rennen? Also ganz falsch liegst du mit Sicherheit nicht. South Carolina Ass ist letztes Mal gut gegangen, wo sie Tonga geschlagen hat. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe in dem Rennen eine andere Bank. Auch gut. Wo ich ganz klar sagen muss, wo Ronald schon sagte, El Diablo mit Thorsten Tietz, das Pferd wurde letztes Mal nur geschlagen von Oist Chicago und Tantris. Oist Chicago, das Pferd von Robert Gramüller, vom Stall Robert Gramüller. Und das Pferd ist da wirklich sehr, sehr gut gegangen, wurde neulich nur geschlagen von Toledo. Und ich muss sagen, dieser El Diablo, erster Start, auch wenn er die ersten beiden Starts nicht Starter war, wo er angegeben war, lief zweimal nicht das Pferd. Muss ich sagen, nach der letzten Leistung ist El Diablo für mich das zu schlagende Pferd. Klar, South Carolina Ass und Nobel Rush Flevo mit Robin Bott sind natürlich zwei Pferde nicht von Pappe, die auf jeden Fall auch eine Siegchance haben. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass El Diablo weiter gefördert sein wird und auch, dass Louis de Belloué mit Jürgen Sunesen, Fahrerchip Jürgen Sunesen, da nicht die Chance hat gegen El Diablo. Ja, also Sie sehen, liebe Zuschauer, spannendes Rennen, zwei Experten, zwei Meinungen und das heißt dann für Sie wahrscheinlich doch etwas breiter aufstellen in dem Rennen. Sie haben alle Pferde gehört, die man mitnehmen muss. 7. Rennen, Moneymaker-Rennen und ja, hier bin ich eigentlich so ein bisschen überfragt. Ich hätte hier fast 4 Pferde anzubieten, bin wahrscheinlich bei der 1, 2, 3 und 5 und habe dann immer noch ein schlechtes Gewissen, dass hier vielleicht was passiert. Ich frage mal Ronald, wen er nehmen würde. Ich denke, das ist ein ganz offenes Rennen, oder sehe ich das falsch? Ich glaube auch, von Können her, glaube ich, die 1 steht da draußen. Die habe ich in der Quali gesehen. Die hat, glaube ich, 100 Meter verloren. Kommt noch mit der Pferde rein. Mhm. Gut, jetzt hat er nur Start Nummer 1. Ist nicht so günstig, glaube ich, für das Pferd. Aber auf sicher sollte ich die 1 mitnehmen. Mhm. Und dann denke ich hier der 2. Gramüllers Pferde sind immer gut. Ja. Und der 3 vielleicht auch. Ich meine, wenn ihr 18 Quali macht in Gelsenkirchen, ist auch nicht so schlecht. Das, ich soll 1, 2, 3 nehmen. 1, 2, 3, die 5 nicht. Sascha, was sagst du? Alle? Also ich hätte in dem Rennen tatsächlich einen 5er-Weg. Die 2, die 3, die 5, die 6 und die 7. Okay. Weil mir hat die 6 bei dem Start am 8.3. in Karlshorst sehr gut gefallen. Da hätte das Pferd allererste Siegchance gehabt, ist da unglücklicherweise angesprungen. Und ich sage jetzt mal, dass ich glaube schon, dass Dennis das Pferd glatt um den Kurs kriegt und dann wird er für mich allererste Siegchance haben. Taikano, die Quali war gut.
War 8 Längen hinter Explosion Kronos, das Pferd von Michael Nimzig. Mhm. Und auch hinter Sahara Firebird, das Pferd, was jetzt erneut gewonnen hat, zweite Mal mit Michael Nimczyk. Was ich sagen muss, eindeutig, die Qualifier 2 war wirklich sehr, sehr gut. Da hat Michael Nimczyk das Pferd aufnehmen müssen in der Quali, weil Karl Gustav mit Rudi Haller vor ihm angesprungen ist, musste das Pferd so ein bisschen zusammennehmen, um da vorbeizukommen. Und dann habe ich halt auch noch die 7. Also für mich ein klarer Fünferweg, 7, 6, 5, 3, 2. Also man merkt, du hast dich wirklich mit dem Programm beschäftigt und die Qualis gesehen. Das zeugt von Interesse. Vielen Dank dafür. 8. Rennen, was sagt ihr denn dazu? 12 Pferde, 1600 Meter, Wahnsinn, oder? Ja, ich hätte lieber die Startnummer 9 bis 12 aus der ersten Reihe gehabt. Dann wäre es wahrscheinlich einfacher, ja? bisschen leichter geworden. Aber ich sage jetzt mal auch so, ist das Rennen für mich in zwei Klassen unterteilt. Also es haben für mich in dem Rennen auch 5 Pferde eine potenzielle Siegchance. Und der Rest kann natürlich auch in die Wette laufen. Das sind alles gute Pferde. Ein paar Pferde, die natürlich von ihrem Antritt leben, so wie beispielsweise Jena Trans Air, der eigentlich, ich sage jetzt mal, nicht direkt die Klasse hätte gegen diese Pferde, aber trotzdem in dem Rennen auch mal 3-4 sein kann. Okay, und wer wären denn aber die 5, die du mitnehmen würdest? Ich habe nur 3 übrigens. Also ich würde tatsächlich Nubli Dejamay mit Christoph Schwarz erste Mal und ja. Ito auf jeden Fall mit Jochen Holtschuber. Beide Felder fangen gut an. Dann könnte die Taktik sein, dass halt Nubli Dejamay probiert, die 6 Ito in Front zu winken, damit der Jochen da, ich sag mal, im Front die Fahrt machen kann. Hat ja vor kurzem noch den Bahnrekord in Gladbach gefahren in 1:12:6. 12:7, aber trotzdem, ja. Das war ein sehr starkes Laufen. Mhm. Und dann habe ich natürlich noch aus dem zweiten Band Purple Rain, Exklusiv Fire und für mich halt auch noch das totale Einsatzpferd, die 11 Majors mit Viktor Gens. Ja, also ich bin persönlich bei Ito, Purple Rain und Major Ass, Purple Rain. Wenn das so ausgeht, wie ich mir vorstelle, Jena Trans Air Startplatz 3 beginnt natürlich sehr stark, hast du gerade erwähnt, und Purple Rain darf dahinter starten. Ich meine, wenn da keiner runterzieht vor ihm, wenn er da im Nacken klebt, dann könnte das so ausmalen. Ist das so einfach, Ronald, oder stellt man sich das so einfach vor? Man sieht Startplatz 3, der startet dahinter, aber das ist, glaube ich, bei 12 Pferden kann es ganz schön eng werden in der Startphase. Ja, aber ich glaube, dass Purple Rain auch ein ganz ehrliches Pferd ist und auch wenn da was passiert, auch gleich reagieren kann, ohne dass er viele macht. Ist das dein Sieger? Ich wähle ein Pferd, die ich mitnehmen sollte. Und hier, Ito hat natürlich getroffen mit erste Reihe, was darunter steht. Ich glaube, die sind mehr auf ein, die wollen gerne mehr Rücken haben. Und ich glaube, wenn Hosio in Front kommt, dann fährt er auch weiter. Dus die Rücken ist auch gut genug. Ich hat Ito und Purple Rain. Also Zweierweg für Ronald mit der 6 und der 9. in dieser Goldserie, die mit einer Viererwettengarantie ausgestattet ist, in Höhe von 5.555 Euro. Keine Dreierwette, so sollte es sein. 9. Rennen und damit fehlen uns noch 2 Rennen für den großen Erfolg. Auftakt der Daily Double Jackpot und hier kommt die Bank Nummer 2 und das ist Millennium Heyday. Ronald, er kann nicht verlieren, oder? Weil zu verlieren ist ja ein großes Wort, aber wenn er nichts falsch macht, der Fahrer und das Pferd, da steht er über das Pferd. Ja, das denke ich auch. Glattgehend. Ansonsten, wenn er nicht glatt geht, dann muss man sich wahrscheinlich wirklich breit aufstellen. Da kommen dann mehrere Pferde in Betracht, oder? Ja, da kommen dann mehrere Pferde. Weil ich muss sagen, der Team Monjeets Bogut letztes Mal nicht schlecht lief. Und auch ja, der angreifte vor der letzten Bogen noch angreifte bei die Pferde. Das, ja, wenn die 7 nicht glatt geht, dann ist es vielleicht die 5 und die 8 mitnehmen. Und vielleicht die 6, André Pögel. Sascha, was meinst du? So, da bin ich auch deiner Meinung, Nico. Also ich bin, wenn ich sage immer, nicht die 7 als Sieger nehme, wobei ich glaube, dass wenn sie den Andreas Marx auf dem Wagen nur festbinden, der braucht sich nur festhalten. Also der Thorsten ist die 1:13:2 nur außer Hand gefahren. Er hätte vorne auch noch eine Sekunde schneller gekonnt. Thorsten sagte ja bereits im Interview, dass er bei dem Pferd einiges abgebaut hat von der Anspannung her und dass er jetzt deutlich ruhiger ist und dass es ein schönes Amateurpferd auch wird oder ist.
Deshalb glaube ich halt, wenn die 7 nicht gewinnt, ist für mich Lady Million und auch Genesis mit Dr. Marie Lindinger immer zu beachten. Fährt gute Rennen, Frau Lindinger. Und ich glaube halt, dass auch Million Heyday für mich die Bank Nummer 2 ist. Okay, das sind die Informationen fürs 9. Rennen im Kopiat-Rennen. Und dann haben wir noch ein Rennen. Und ja, hier ist natürlich auch wieder Ronald de Beer am Start mit seinem Bode La Vita, 13 Jahre. Den habt ihr schon mal weggestellt, jetzt habt ihr den wieder rausgeholt und jetzt hat er auch wieder ein paar Rennen. Wie geht es dem Rapphengst aktuell, Ronald? Ja, sehr gut. Ein paar Deckdienste achter der Rück und ich sag, der eine ist, der misst ein bisschen Rhythmus und der Renner fällt immer aus. Und hier in Hamburg, Olo Gengdai zu starten und dann noch 20 Meter zugeben, das hat für uns keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Und dann sagt er, er misst ein bisschen den Rhythmus wieder, aber normal muss ich sagen, hat er heute wieder ein schönes Rennen. Deckt er im Natursprung? Nee, auf der Phantom. Auf dem Phantom, okay. Aber hat er Bock drauf und ist dann auch frisch im Training danach oder ist er dann eher ein bisschen erschöpft? Nö, er ist eher müde. Eher müde, so wie du. Na, das weiß ich nicht, da muss ich meine Frau fragen, aber. Die laden wir nächste Woche ein. Kannst du machen. Da kann ich machen, sehr gut. Also, vielleicht kannst du meine Schwiegermutter mit auffragen. Die Biene Dahl ist nächste Mal am Start. Freuen wir uns auf den Rapphengst. Ja, ich hab geschrieben 40 Meter, du hast natürlich 40 Meter, aber bei ihm sind es ja nicht immer 40 Meter, weil der ist ja wirklich aus dem Stand heraus sehr schnell und das versuchst du natürlich auch auszunutzen, oder? Ja, natürlich nutzen wir das ein bisschen aus. Das ist ein Vorteil, was ich natürlich hat und dass der auch alle trapsicher ist. Eines ist, der Renner von vorne will ich nicht gerne machen. Okay. Wenn die Konkurrenz ein bisschen stärker ist, macht er das nicht so gerne, aber dann, wenn die dann kommen und die Stecke vorbei, dann sagt er auch, heute ist genug gewesen. Ja. Ich glaube, dass wir das wel ausnutzen werden und auch irgendwo einen Platz suchen und dann irgendwo an der Überkant wieder losfahren. Aber ich muss sagen, die zwei, wenn die Bänderstadt kann, ist das ein gefährlicher Konkurrent von mir. Also Hittag Witt, warum nimmst du die Eisen dieses Mal nicht ab? Ja, es ist ein bisschen hin und her mit dem, ob wir das machen oder nicht. Er hat einen Fuß, ist nicht so schön. Mhm. Und ich habe den Wetterbericht geguckt und es könnte sein, dass Sonntag Regen kommt. Du bist ja Pessimist. Aber ist das ein großer Unterschied für ihn oder ist das nur marginal? Nee, marginal. Ich glaube, Matt Eisen ist eigentlich in der Bänderstadt besser. Mhm. Ein bisschen noch schneller antreten kann. Okay. Ich glaube, Autostart ist es besser, ohne zu fahren. Okay, also auch guter Punkt, den man sich merken kann als Zuschauer und Wetter. Ich bin bei der 1, der 2 und der 8 und Ronald hat die 2 und die 8. Sascha, was sind deine Glücksnummern fürs letzte Rennen? Also ich bin deiner Meinung, Nico, ich sehe auch die 1, 2 und 8. Wobei ich sagen muss, ich habe extrem Mumm auf die 1 auf Jonesy de la Cour mit Michael Nimzig. Das letzte Mal, wo Michael Nimzig ihn gefahren hat, hat er ein extrem hartes Rennen gehabt, wo er außen sehr, sehr viel tun musste, wo er gegengehalten worden ist, was wirklich viele Körner gekostet hat. Jetzt sind zwei Pferde aus dem ersten Band und ich glaube schon, egal ob Michael im Front oder dahinter liegt, dass er eine richtig gute Siegchance haben wird. Natürlich Bode La Vita von der Klasse her hat er diesmal nicht diese Pferde zu schlagen wie Ido Agis oder Fondo Krain TF vom Stall SI Racing. Wobei ich sagen muss, die drei Pferde, für mich hat das zweite Band in dem Rennen gegen diese Pferde nicht die Chance zu gewinnen. Vor allen Dingen, wie Ronald schon richtig sagt, wenn Hittag Witt gut aus dem Bann abkommt mit Thomas Reber, der auch wirklich Bänderstadt-Spezialist ist, und dann glaube ich schon, dass da sehr, sehr schwer wird, die drei irgendwo annähernd zu schlagen. Okay, also die 1, die 2 und die 8, da sind wir uns irgendwie so ein bisschen einig. Süß finde ich ja, wie du den Namen Nimschick aussprichst. Hast du so ein Lispeln auf der Zunge oder so? Ich dachte, der heißt immer Nimschick. Nimschick, ja, meine ich ja.
Na, du meinst, du hast aber, ich glaube, in dem Zick gesagt. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Die Zuschauer können ja nochmal zurückscrollen. Aber es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht mit euch beiden. Eine tolle Kombi. Ich denke, wir haben auch gute Infos. Ich möchte mich bei euch beiden bedanken. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ja, sicher, muss ich sagen. Wie Super. immer. Dann verlassen wir jetzt den Kreise des Winner Circles und wünschen den Zuschauern ein tolles sportliches, tapprensportliches Wochenende mit den tollen Rennen aus Solvalla am Samstag und Sonntag dann, wie gesagt, mit Berlin-Mariendorf parallel. Wir haben versucht, die Zeiten so zu drehen, dass die auch ganz normal die Rennen in Solvalla sehen können und danach problemlos nach Mariendorf schalten können. Das ist auf jeden Fall der Plan in der Theorie. Ich hoffe, das klappt auch in der Praxis. Schönen guten Abend, Sascha, schönen guten Abend, Ronald und schönen guten Abend zu Hause.